Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Wir haben hier an der, meine Güte, haben neben dem Leck hier an der Seite einen kleinen Tipp und den werden wir uns erstmal hier uns anhören, bevor der verschwindet, weil das tun die relativ schnell. Hallo, ich benötige dringend deine Unterstützung. Ich erwarte dich in Wizard City. Der Professor erwartet uns in Wizard City und das ist ein Event, was gerade jetzt vom 31.03.2020 bis zum 7. April stattfindet. Und das ist das 5-Boxen-Event. Kennt man, gab es schon oft genug in Wizard 101, aber wir im Let's Play sehen es gerade zum ersten Mal. Das 5-Boxen-Event sind, ja, wie gesagt, 5 Dungeons in Wizard City. Malibone, Muhong und was dann noch für Welten kamen, weiß ich nicht mehr. Die relativ interessant ist, man macht da so Zeitreisen und irgendwelches Zeug. Ich finde das relativ cool. Und deswegen werden wir jetzt hier in dieser Folge und wahrscheinlich auch in ein paar der nächsten Folgen dieses Event angehen. Klar, wir können es nicht komplett bis zum Ende spielen, weil natürlich die letzten beiden Boxen dann in Welten stattfinden, wo wir noch nicht hin können. Aber wir können ja immerhin schon mal anfangen. Und vielleicht kommt das Ding ja im Laufe des Let's Plays nochmal. Und hier haben wir den Professor. Hallo, ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Und so zeitig. Wir sind uns noch nicht begegnet, oder? Doch, ich brauche deine Unterstützung im alten Viertel. Ich untersuche überaus seltsame Vorkommnisse, die womöglich ernste Konsequenzen für uns alle haben könnten. Bitte suche mich von meiner Telegrafenbox im alten Viertel auf. Du kannst sie gar nicht übersehen. Ich warte dort auf dich. Der Brandstifter, die Telegrafenbox. Ja, die EP sind natürlich lächerlich, aber das ist auch auf Wizard City angepasst. Aber es müsste ja auch eine in Muhong geben und von daher. Soweit ich weiß, ich habe das Event nicht mehr ganz im Kopf, weil es schon ewig her ist, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Aber ich glaube, das erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte von den Lehrern. Also von hier den ganzen Schullehrern in Rabenhain. Und deswegen gehen wir da jetzt einfach mal rein. Gleich einen Dungeon. 45 Minuten brauchen wir natürlich nicht, weil das sollte noch der relativ einfache Dungeon sein. Ich bin mal gespannt. Ist irgendjemand online? Nö. Keiner online. Die Feuerprobe. Und hier sind wir in der Telegrafenbox. Sieht schon mal relativ cool aus hier. So, mein Lieber. Hallo, willkommen in der Box. Sie ist nicht so klein von innen, wie es von außen den Eindruck macht, hm? Aber ich komme besser direkt zum Punkt. Eine finstere Macht ist am Werke und bedroht uns alle. Er, sie oder es spielt an den Hebeln der Zeit herum und beeinflusst den Lauf der Geschichte. Meine Messinstrumente haben einen dieser manipulierten Zeitpunkte in Rabenhains Vergangenheit aufgespürt. Die Konsequenzen könnten schrecklich sein. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Ich habe ein Portal konfiguriert, das dich direkt ins alte Rabenhain bringt. Finde heraus, was sich dort verändert hat. Dann berichte mir, was dort vor sich ging und wir tüfteln gemeinsam einen Untersuche Plan aus, Rabenhains Vergangenheit. Ja, das hört sich schon mal interessant an. Und mein Laptop rauscht gerade wie so ein wie der Ozean. Nee, keine Ahnung, was das ist. Könnte sein, dass man das hört. Falls ja, tut mir das sehr leid. Ui. Ach, das ist ja ein Ding. Dalia Flamea haben wir hier in einem Eiszimmer. Ist das ihr Schlafzimmer? Ja. Ach, das ist ja cool. Oh, hallo. Schön, dich zu treffen. Ich bin Dalia Flamea. Bist du der Tutor, auf den ich warte? Ich habe große Schwierigkeiten mit meinem Schulstoff. Nein, ich bin noch nicht lange hier. Als ich ankam, hatte ich ziemlichen Bammel davor, das Buch der Geheimnisse zu befragen. Ich habe gehört, dass einem dabei richtig mulmig wird. Du glaubst gar nicht, wie froh ich war, als mir dieser hilfsbereite Herr riet, den Test einfach zu überspringen. Er könne mir ansehen, dass ich wunderbar für die Eis... Aber ich komme mit den Eiszaubern einfach nicht zurecht. Und die Theorie dahinter verstehe ich auch nicht. Wenn ich meine nächste Prüfung nicht bestehe, fliege ich von der Schule, ganz sicher. Ach Gottchen, Dalia hat Probleme mit dem Schulstoff. Na, das ist ja ein Ding. Dalia. Ist aber gehörig was schiefgelaufen. Könnte man ein kleines Thumbnail machen? Oder ob ich das hier schon mache? Keine Ahnung. Ich nehme mal die Folge so ein paar Bilder sozusagen auf und dann gucke ich mal am Ende, was mir am besten gefällt. Na,
Du bist Dalia Flamea begegnet und sie hatte sich gerade für die Eisschule eingeschrieben? Wie absurd. Wenn sie bei ihrer Wahl bleibt, wird sie sicher in der Tat bald scheitern und muss die Schule verlassen. Dann wird sie niemals Feuerprofessorin. Und wird auch kaum das Austauschprogramm mit Safaria organisieren. Oh je, aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir müssen sie sofort zu einem Wechsel zur Feuerschule bewegen. Also, du, ich habe die Telegrafenbox bereits konfiguriert. Sie schickt dich direkt in den Turm des Eises. Hilf Dalia bei ihrer Prüfung, damit sie nicht exmatrikuliert wird. Ja, ist natürlich klar, ne? Wenn Dalia jetzt in eine andere Schule kommt, dann verändert sich der gesamte Lauf der Geschichte. Und dann haben wir ein Problem. Vor allem wir haben ein Problem, wir sind in der Feuerschule. Die hätte dann einen anderen Lehrer oder irgendwie sowas. Ich werde versagen. Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Professorin Greyrose hat mich hierher geschickt, damit ich mich beweisen kann. Wenn ich den Frostschreiter nicht besiege, muss ich... Professorin Greyrose hat mich gerufen, auf dass ich dich herausfordere. Wenn es dir nicht gelingt, mich aufzuhalten, bekommst du eine 6. Okay, aber Professorin Greyrose hat mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass es hier ein Feuerschüler ankommt, der den Gegnern jetzt hier einheizen wird. Wir haben hier... Was haben wir denn hier? Den Frostschreiter. Und wir haben den unförmigen... Zwei unförmige Schneebälle. Ja. Okay. Und da wir jetzt Dalia Flamea dabei haben, müssten wir auch einen Buff haben. Ui, plus 10% Angriff. Ja, holla die Waldfee. Das ist eine Hausnummer. Das heißt, mit einem Meteoriteneinschlag können wir die auf jeden Fall vernichten. Verbrennen. Die scheinen auch keine Feuerschilde zaubern zu können. Oder zumindest wollen sie es nicht. Schon mal ganz nett. Greifen bloß mit so einfachen Eiszaubern an, aber damit werden sie uns natürlich jetzt hier nicht so viel Schaden zufügen. Und da ist der Meteoriteneinschlag auch schon. Ich klicke bloß mal das andere Zeug mit weg. So. Ich bin sehr nah ans Mikro rangegangen gerade. Hoppala. 1200, ja, das ist ja... Auf jeden Fall ausreichend. Oh, wie du mir geholfen hast, das erwärmt mir das frierende Herz. Ich wusste gar nicht, dass es eine Teamprüfung sein sollte. Danke. Ich hätte diesen Frostbrocken niemals allein besiegen können. Aber oh je, ich habe noch recht viele Jahre eisiger Schularbeiten und Prüfungen vor mir. Niemals werde ich das ohne deine Hilfe hinbekommen. Was soll ich nur tun? Die Magieschule wechseln? Geht das überhaupt? Oh, ich glaube, ich wäre eine tolle Todeszauberin. Ich liebe Schwarz. Oh Gott. Kannst du herausfinden, ob so etwas machbar ist? Bitte gib mir so rasch wie möglich Bescheid. Naja, gut, aber immerhin will sie schon mal die Schule wechseln. Welche Schule sie dann nimmt, das kann man ja dann noch besprechen. Junge, geh jetzt mal auf der Seite hier rum. Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt schon jemals jemand die Magieschule gewechselt hat. Du musst mit Gamma sprechen. Wenn jemand weiß, ob und wie das zu bewerkstelligen ist, dann diese weiße Eule. Oh ja, die weiße Eule Gamma. Der Turm des Schulleiters. Und Gamma sieht aus wie immer. Wer bist du denn? Du siehst mir vertraut aus. Oh, hallo Dalia. Wie kommst du denn mit deinen Studien voran? Wirklich? Das klingt nicht besonders gut. Aber wie viele Jahre sind wir jetzt eigentlich in der Vergangenheit? Keine Ahnung, wie alt ist denn Dalia? Aber ich habe noch nie davon gehört, dass ich das Buch der Geheimnisse je geirrt hätte. Wie war das? Du hast den Test gar nicht gemacht? Kein Wunder, dass du solche Schwierigkeiten hast. Darf ich die Magieschule dann wechseln? Ich glaube wirklich, dass ich für Todesmagie viel besser geeignet wäre. Oder vielleicht Sturm. Das ist so beliebt bei den Schülern. Nicht so wie Mythos. Ein Wechsel der Magieschule ist, soweit ich weiß, noch nie vorgekommen. Aber dir zuliebe will ich es gerne gestatten, solange der Schulleiter keine Einwände hat. Darf ich vorschlagen, dass wir dieses Mal das Buch der Geheimnisse zu Rate ziehen? Oh, Feuer! Warum bin ich nicht selbst darauf gekommen? Das muss ich früh meiner Familie erzählen. Die werden sich freuen. Feuer, das ist einfach brillant. Na, aber hallo. Schön, schön. Aber zu niemandem ein Wort darüber oder mein Büro läuft bald über vor wechselwütigen Zauberschülern.
Und nun fort mit dir. Ich würde vorschlagen, du stellst dich direkt dem Feuerprofessor vor. Jetzt stellen wir uns den Feuerprofessor vor. Es gab natürlich auch damals schon einen Lehrer für Feuermagie. Allerdings ist es natürlich ein anderer. Aber sehr gut, wir haben schon mal jetzt die richtige Schule für sie gewählt. Gamma hat Dahlia dabei geholfen, die Schule zu wechseln? Wundervoll! Nun müssten wir nur noch sicherstellen, dass sie in ihrer neuen Schule auch Fortschritte macht, nicht wahr? Warum gehst du nicht hinüber zur Feuerschule und vergewisserst dich, dass sie dort gut aufgehoben ist? Natürlich. Ach, da müssen wir jetzt aber ganz schön hier rum um den Kreis laufen. Gibt's hier eine Karte? Nee. Gibt es nicht. Ja, das sieht doch schon mal eher nach Dahlia Flammea aus. Hallo, schön dich wiederzusehen. Magst du mein brandneues Outfit? Ich habe es im Kronladen bekommen. Heiße Ware, hm? Aber ich muss zugeben, Professor Memphis schüchtert mich ein wenig ein. Würdest du mich vielleicht begleiten, wenn ich zu ihm gehe? Warte mal, wir können doch auch hier so ein Bild machen. Oh yes, mit Dahlia zusammen. Cool. Professor Memphis, wer ist das denn? Ach ja, stimmt, darüber hatten wir doch mal gesprochen, glaube ich, in der 100. Folge sogar. Der ehemalige Feuerlehrer. Ein Grog. Aus Kokotopia. Guten Tag, junger Zauberer. Habe ich heute gleich zwei neue Schüler in der Klasse? Ah, ich verstehe, du begleitest Dahlia nur. Ich bin begeistert, Dahlia, dass du dich den Pyromanten angeschlossen hast. Niemand strahlt heller. Doch ich muss mich vergewissern, da sozusagen als Willkommensgruß habe ich eine kleine Prüfung im Turm des Feuers vorbereitet. Überzeuge den Feuergeist Kazai Baku davon, dass du würdig bist, die Magie des Feuers zu studieren. Kazai Baku. Stellt euch meine Hitze, ihr kleinen Zauberer, und versucht dabei nicht zu... Zauberer, darf ich dich noch einmal um Hilfe bitten? Dieser okay. Typ hier sieht mir doch ich sehr stark. Ich pack mal ein Prisma ein. Ich weiß nicht, wie viel Resistenz der hat, aber wir gucken einfach mal. Cool wäre es, wenn die Dahlia wirklich hier stehen würde und würde mitkämpfen, aber naja. 930 und dann 30% mehr Angriff. Ich glaube, dann brauchen wir das Prisma doch nicht. Können wir die immer dabei haben, die Dahlia? Das ist ja voll geil. Mit den 30% plus. Ui, eine Feuerschlange. Okay, cool. Ich habe gerade gesagt, okay, cool. Und der Google Assistant geht an. Alles klar. Wie viel hat die denn? 400 noch was? Okay. Das geht ja noch. Okay, jetzt machen sie sich auch Eisschilde, aber halb so wild. Wir wenden ja sowieso kein Prisma an. Aber eine Klinge mache ich mal lieber noch drauf. Man weiß ja nie. Feuerschlange beschwört eine Feuerschlange. Yay. Dankeschön, mein liebes Haustier. Zack. Schön. Gut, dann hauen wir einfach mal drauf und schauen mal, wie viel Schaden wir jetzt hier austeilen können. Die macht den Zauber aber auch echt, ne? Okay, los geht's. Oh Gott, 500. Ja. Reicht natürlich nicht. Okay, dann machen wir uns nochmal eine Klinge und dann greifen wir mal in der nächsten Runde mit einem stärkeren Angriff an, zum Phönix oder sowas. Wenn ich noch einen habe. Wobei ich glaube sogar, ich habe nur einen gehabt und ich habe den weggeschmissen, oder? Na.
Na gut, gucken wir mal. Tatsächlich. Ja, dann warten wir einfach mal. Wir müssten ja gleich noch irgendeinen Angriff kriegen. Weil ich glaube nicht, dass der Meteoriteneinschlag jetzt gereicht hätte. Ui. Was ist das denn? So ein Ofengegner. 318. Sturm- und Eisschild. Na, Hallöchen. Das ist ja mal ein interessanter... Scheiße. Ich habe keinen Angriff mehr. Oh Gott, ich habe noch einen Ifrit. Los. Oh. Ich hält. Ja, das war ja mal super. Aber hey, hier sehen wir jetzt den Ifrit. Ja. Gut. Hoppala. Gut gefochten, Zauberer. Die Feuerschule würde sich geehrt fühlen, dich in ihre Reihen aufzunehmen, Dahlia. Wir haben es geschafft. Also, naja, vor allem du hast es geschafft. Aber ich habe dir geholfen. Diese Magie fühlt sich für mich so natürlich an. Ich glaube, diese Schule könnte ich problemlos meistern. Berichten wir Memphis davon. Oh ja. Ich finde schade, dass man hier nichts mitnehmen kann, weil die Deko hier drin sieht schon eigentlich ganz cool aus. Mann, ich will irgendwas haben davon. Hier so ein Bild. Warum hängt in dem... Warte mal. Moment mal. Warum hängt eigentlich im Turm der Schule des Feuers in der Vergangenheit, wo Dahlia Flammea gerade erst Schülerin geworden ist, im Turm ein Bild von Dahlia Flammea? Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Boah, ich würde so voll gern so ein Glutbecken hier mitnehmen oder so. Die sehen richtig cool aus, die Dinger. Aber kann ich nicht. Gibt's die eigentlich als Deko? Ich will die haben. Die gibt's ja auch von jeder Schule hier, diese Dinger. Wie ich höre, hast du den alten Kasai ordentlich ausgepustet. Es ist eine große Freude, junge Zauberer, mit so viel Feuer in den Adern zu sehen. Kehrt zum Turm des Feuers zurück. Ich habe meinen Assistenten Grimo Schwarzbrand gebeten, doch die nächste Lektion vorzubereiten. Wie? Du bist jetzt eine Feuerzauberin, Dahlia? Ich dachte, mein Meister, der Maestro, hätte dich davon überzeugt, dein Leben der Eismagie zu widmen. Das sollte ich ihm besser sofort erzählen. Ihr könnt euch derweil mit meinen Feuerschreckern beschäftigen. Okay, der Assistent vom Professor ist wohl gar nicht mal so der nette Boy und hat das an... Blub, Deutsch. Und hat das alles eingefädelt. Aber warum? Da will wohl jemand gezielt den Lauf der Geschichte auseinanderbringen. Das ist ein mieser, mieser Trick. Solche Geister haben auch noch nicht gekämpft, oder? Die sehen ja auch relativ cool aus. Aber nichts, womit wir nicht zurechtgehen. Was haben wir für eine Klinge hier? Plus 35. Ist das die normale? Ach nee, das ist die vom Haus hier, oder? Ich habe gerade nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ja, Eisschild können sie natürlich, aber das ist nicht so schlimm. Fetz sie weg. Los geht's! Also mal kritisch angreifen, hätte ich auch nichts dagegen. In den Keller des Turms gelaufen. Rasch, hinterher. Darauf kannst du aber wetten. Oh, Maestro, ich muss dir leider berichten, dass dein Plan, Rabenhain aus der Feuerschule heraus in Flammen aufgehen zu lassen, gescheitert ist. Was? Du schon wieder? Asche und Rauch. Na schön, dann komm her und stell dich meinen feurigen Federn. Haben wir irgendwie Massenprisma oder so? Sowas gibt's ja. Nee. Können wir vielleicht mal den Feuerdrache anwenden. Das ist ja der Zauber, den wir bald bekommen werden. Und der macht ein bisschen mehr Schaden.
Das ist der Meteor. Dann packen wir ihn einfach mal als Goldkarte rein und benutzen ihn gleich. 900 haben die. Okay. Dann hoffen wir mal, dass die uns nicht so viel Schaden machen oder beziehungsweise, dass unser Haustier uns gleich nochmal heilt, weil wenn nicht, sieht es dann irgendwann eng aus. Weil 4 Gegner sind natürlich immer ein bisschen mies. Ne? Nee. Och, komm schon. Jetzt hat er sich ein Eisschild gemacht, das heißt, wir brauchen den jetzt nicht angreifen, bringt nichts. Ich bräuchte jetzt eigentlich einen. Ja. Ich bräuchte eigentlich einen Stabzauber für Feuer, damit wir hier dieses komische Eisschild wegkriegen, weil so brauchen wir den nicht mit dem Drache angreifen. Das ist völlig schwachsinnig. Immer diese miesen Tricks. Oh oh. 93. Aber wir haben ja den Satyr eingesetzt, von daher alles gut. Ah, sehr gut. Jetzt gib mir mal bitte einen Feuerstabangriff. Bitte. Anfachen können wir trotzdem mal drauf machen. Das sind ja 3 Fallen. Von daher können wir die dann noch benutzen danach. Komm schon. Wir kriegen das hin. Irgendwie. Da ist endlich ein Feuerangriff. Und danach machen wir unsere Klingen und dann setzen wir einfach mal den Feuerdrachen ein. Gesehen haben wir ihn ja schon. In der 100. Folge unter anderem. Und bald werden wir ihn bekommen. Nur noch 6 Level. Dann können wir mit dem angreifen. Und das ist so ein geiler Zauber. Der wird uns noch richtig lange begleiten. Weil der natürlich optimal ist für so Straßenkämpfe. Ne? Greift alle Gegner an. Macht allen Gegnern nochmal ein bisschen mehr Schaden als der Meteoriteneinschlag. Und gibt allen Gegnern nochmal einen Schaden über 3 Runden gedöns. Also sehr, sehr cool. So, jetzt erstmal hier. Der Stabangriff. Natürlich lächerlich, aber ist ja, ne? Gut, und dann werden wir jetzt mal unsere 3 Klingen machen. Elementarklinge, Feuerklinge und die Feuerklinge vom Haustier. Und dann können wir angreifen. Das sollte eigentlich auch der letzte Gegner von diesem Dungeon sein. Zumindest hoffe ich das. Sonst wird die Folge schon dann relativ lang. Also, jetzt für meine Verhältnisse. Oh, ey. Von 4 Gegnern jede Runde angegriffen zu werden, ist wirklich nicht ohne. Der macht sich echt jedes Mal ein neues Eisschild. Also da muss das Prisma wirklich in der ersten Runde direkt drauf gemacht werden. Aber selbst das hat bei uns ja nichts geholfen. Da müsste man dann wahrscheinlich als erstes am Zug sein, aber das kann man ja leider nicht beeinflussen. Damit ist die Elementarklinge schon mal drauf. Jetzt kommt noch die Feuerklinge und dann noch die zweite Feuerklinge und dann können wir angreifen. Thank you.
So, wir können auch schon mal die Goldkarte jetzt hier ziehen. Da ist er nämlich. 505 bis 4, plus 405 über 3 Runden. Auf alle Gegner. In der nächsten Runde können wir ihn einsetzen. 7 Pips ist aber eigentlich nicht so viel. Man startet ja schon mit mindestens 3. Von daher passt das schon. Oder hat schon 5 Pips gesammelt. Aber setzt sie nicht besonders schlau ein. Macht einfach nur weiter die Feuerkatze. Wobei die auch so starke Zauber gar nicht können werden. Das sind ja eigentlich noch Wizard City Gegner hier. So, damit haben wir unsere 3 Klingen zusammen. Und setzen jetzt den Feuerdrachen ein. Los geht's. Und bitte enttäusche mich nicht. Hey, wir haben einen Sonderevent-Punkt bekommen. Warum das denn? Ach, weil wir eine Goldkarte eingesetzt haben. Oder wie? Das ist ja ein Ding. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt? Warte, wir können mal kurz gucken. Was gibt's denn hier? 25 Lunari, toll. Bringt uns aber sowieso relativ wenig, weil wir ja sowieso... Oder? Weil das ja sowieso nichts bringt. Das Mond-Event ist jetzt erstmal wieder weg. Hä? Was ist das denn? Okay. Anscheinend kommt da so ein Bild oder irgendwie sowas am Ende raus. Wenn es jetzt ein Feuerschild gemacht hätte, dann wäre ich aber böse geworden. Und unser Haustier ist mittlerweile aufgewacht. Und heilt uns fleißig. Das ist schon mal gut. Und bitte triff jetzt Simon, sonst werde ich sauer. Gut. Und da ist er, der Feuerdrache. Komm schon. Zeig uns, was du drauf hast. ...1788. Yo. Völlig übertrieben eigentlich. Und er fliegt wieder weg. Ich bin erloschen. Plus eingehende Heilung. Oh, cool. Aber wir haben Feuerangriff auf unserem Haustier, das ist schon relativ gut. Wir müssen Professor Memphis von diesem Maestro erzählen. Oder wie viel würde das denn bringen? Also nicht, dass ich es jetzt ausrüsten würde, aber 3%. Kannst vergessen. Machen wir natürlich nichts. Kremus Wartmann hat sich gemeinsam mit einem gewissen Maestro gegen Rabenheim verbündet und finstere Pläne ausgeheckt. Nun, ich bin froh, dass ihr der Sache ein Ende bereitet. Und dabei hatte Grimo so viel Potenzial. Ich dachte sogar, ich schätze, ich muss mich nach einem neuen... Danke nochmals für all deine Hilfe. Ich fühle mich jetzt schon richtig zu Hause in der Feuerschule. Bis bald, hoffe ich. Ja, und dieses Wissen wird er dann irgendwann an Dalia weitergeben, wenn es denn dann soweit ist. Und damit sollten wir eigentlich den Zeitstrang wieder in Ordnung gebracht haben. Oder, mein lieber Professor? Dieser Rabe Grimus Wartbrand war der Diener eines gewissen Maestro? Dieser Name verheißt nichts Gutes. Ich bin froh, dass wir Dalia dabei helfen konnten, ihre Bestimmung zu finden. Wer weiß, was sonst geschehen wäre. Halte dich bereit. Gut möglich, dass ich bald erneut deine Hilfe benötige. Sehr gut. Quest beendet der Brandstifter und wir haben auch Brandstifter als Titel bekommen. Und damit die erste der 5 Boxen abgeschlossen. In der nächsten Folge werden wir uns dann um die 2. Box kümmern. Wo auch immer die ist. Aber das sehen wir ja dann. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.